Er kommt 1940 während des Zweiten Weltkriegs in Offenburg zur Welt. 5 Jahre später macht er seine erste Erfahrung mit Bomben und Krieg. Wächst im zerstörten Hanau in ärmlichen Verhältnissen auf. Kein begnadeter Schüler. Knochenharte Jobs und viele Träume. Studium in Paris, mit 20 packt ihn der Ehrgeiz. Schwere Straßenproteste in Frankreich, Krieg in Algerien. Jürgen auf der Suche nach Wahrheit macht sich auf den Weg nach Algier und Bizerta. Mit 50 Mark in der Tasche springt er aufs Motorrad. Mit Algerien beginnt sein Lebenswerk, sein Kampf gegen Ungerechtigkeit, Krieg und Rassismus. Eine Stimme für die Unterdrückten, die Schwachen. Er steht am Dozentenpult, Richter in einem Terrorismusprozess. Er lernt, mit beiden Seiten sprechen, erst dann urteilen. Für die CDU zieht er in den Bundestag. 18 Jahre Bundespolitik. Fokus: Entwicklung und Abrüstung. Versöhnung zwischen Ost und West. Gegen Atomwaffen, für den Frieden. Vom Bauhilfsarbeiter zum Politiker. Vom Politiker zum Topmanager des Burda Verlags. Eine deutsche Erfolgsgeschichte. Reichtum erfüllt ihn nicht. Er spendet 2 Drittel seines Vermögens an Kriegsopfer und Schwerkranke. Sein Motiv: Teile dein Glück und verändere die Welt. Er wird Zeuge von mehr als 10 Kriegen, wird 2-mal verwundet und berichtet in 8 Bestsellern. Und heute stellt er sich der herrschenden Politikerkaste entgegen. Kriegstreibern und Rassisten, Lobbyisten und Heuchlern. Mit 80 tritt er nach 50 Jahren aus der CDU aus und gründet eine Partei. Stopp aller Militäreinsätze. Verbot von Großspenden. Engagiertere Klimapolitik. Weniger Steuern. Stärkung junger Familien. Bekämpfung von Rassismus. Spaltung der Gesellschaft beenden. Jürgen Todenhöfer. Team Todenhöfer. Die Gerechtigkeitspartei. Für ein besseres Deutschland.